Hallo in die Runde, willkommen zum Krieg gegen eine kyrillische Gilde. Sehr wahrscheinlich Russen. Im Laufe des Kriegs haben wir dann oben auf die Ukraine-Flagge umgeschwenkt. Hat ein bisschen gedauert. Die wird nach dem Krieg aber wieder verändert. Ja, ihr seht es, der Gegner hat keinen Heiler, das heißt, ich nehme mein Team. Das liebe ich ja dann, wenn der Gegner keine hat. Dots sind dann immer toll. Ich möchte gleich sagen, dass dieses Mal die Boards durchaus durchwachsen waren. Ach, schaut einfach selbst. Ja, mein Sohn hat das positive PCR-Ergebnis bekommen. Meine Frau und er teilen sich ja den Rest des Hauses und ich bin aufs Gästezimmer und das Bad im ersten Stock beschränkt. Ja, was soll man dazu anders sagen? Es sind halt Scheißzeiten. Morgen bin ich dann im Homeoffice und mal gucken, wie der Rest der Woche aussieht, beziehungsweise wann es bei meiner Frau komplett durchschlägt. Ja, was kann ich euch sagen? Ich habe diese Zeit bisher schon genutzt und zwei Videos abgedreht und bin noch dabei, für zukünftige Projekte Sachen zu erstellen, da ich schon ein paar Mal was gespoilert werde, aber heute nicht nochmal drauf eingehen. Ja, wenn man jetzt meint, es ist eine ganz eindeutige Sache, dem kann ich sagen, lasst euch überraschen, es ist nicht eindeutig. Um ehrlich zu sein, ist es sogar überhaupt nicht eindeutig. Besonders wenn man das Ergebnis am Ende sieht. Der Wasserschaden über Zeit, ne? Da hatte man mal Glück, dass Russell nicht direkt umgefallen ist. Ist halt blöd. WLAN wird wieder auslösen, aber zum Glück bevor alles wieder runtergenommen wird. Das heißt, ich warte auch mit dem Gift ab. Weil der Giftschaden nun mal der ist, der hier tödlich ist. Das Unheil seht ihr oben links. Das ist schon ein bisschen ätzend. Drei Minions sind eine ganze Menge Lebenspunkte, die da auf einen einprasseln. Und die Dots sind schön und gut. Aber ein paar Steine wären auch toll gewesen. Ihr seht, wie lang WLAN da ist. Zum Glück bin ich immun gegen den Wasser dort erstmal. Ja, Sturmfang hatte keine Lust aufzustehen. Der hat seinen Dienst verweigert. Da rückt es nach, da ist WLAN tot. Ja. Und jetzt geht das Spiel noch 5 Minuten. Ich muss warten, bis es entzaubert ist. Und dann hat er schon wieder 3 Minions. Und es ist ja nicht so, als ob Clarissa die große Killerin ist. Die Zeit, die das hier braucht, werde ich euch ein bisschen was erzählen. Und zwar einfach, ich habe zwei neue Folgen Audin Sigmund. Eine Folge geht nach Italien und die andere ist, sagen wir, sehr, sehr glücklich irgendwann verlaufen. Es hat was von diesem Spiel. Ich habe 3 Anläufe gebraucht und ich glaube, das letzte Spiel geht dann genauso lange wie das Spiel hier. Anders war nicht beizukommen. Meine größte Sorge hier bei diesem Video war, dass ich
verliere. Ich wollte nicht verlieren. Ich wollte Locke nicht allzu viel Vorsprung geben. Aktuell führe ich ja 10 zu 7. Locke hat all seine Angriffe gemacht und hat dann, nachdem 6 Angriffe heute richtig mies waren, das Handtuch geworfen, hat das Spiel gelöscht, hat unsere Gilde verlassen und hat aufgehört, weil er unter anderem auch gesagt hat, ja, eigentlich wollte er kein Geld mehr investieren, hatte 2 Jahre Pause, hat wieder angefangen, aber es wird halt immer schlechter, immer mehr Änderungen, mit denen er nichts anfangen kann. Und damit ist es okay. Ich kenne ihn ja privat, ich werde auch nicht versuchen, ihn zurückzuholen. Das macht man nicht. Wir spielen zusammen Dungeons and Dragons. Ich sehe ihn dann Freitag wieder online über Kamera, weil meine Frau ja dann mit hoher Wahrscheinlichkeit auch in Quarantäne sein wird. Der Kleine ist schon in Quarantäne. Für den laufen jetzt die 10 Tage, aber da meine Frau dann irgendwann unter der Woche positiv ist, weil die auch schon Ausfallerscheinungen hat, ist es denn nur eine Frage der Zeit. Ja, 188 Lebenspunkte. Ist die Frage, ob der eine rote Stein reicht. Ich probiere es jetzt aber und es hat nicht gereicht. Und schon ist der Lakai wieder da. Und wir fangen von vorne an. Sie soll eigentlich keinen Schaden bekommen. Das war dumm, hat aber gereicht. Normalerweise hätte man gewartet, bis es durch ist. Angriff Nummer 2. Auch wieder kein Heiler. Und es, ja, ich kann auch schon sagen, das ist ebenfalls kein einfaches Spiel. Also die Spiele, wo man so 2, 3 Züge macht und der Gegner fällt um, das war diesen Krieg überhaupt nicht. Und ich kann schon mal spoilern, der Gegner hat 3 Angriffe übergelassen. Ja, das hat leider nicht gereicht, wenn man gesehen hat, was da alles an gelben Steinen rein ist. Irgendwie schade, dass es nicht gereicht hat, aber ist halt so. Das heißt, Simkida hat 10 gelbe Steine überlebt. Und auch da jetzt nochmal 300 Schaden rein. Das ist schon ein bisschen heftig. Das waren gerade, habt ihr das gesehen? Das waren 6 mal irgendwas mit jeweils 100. Das waren 600 Schadenspunkte. Und die hatte nur noch kaum Lebenspunkte. Das muss ich mir nach dem Video nochmal angucken. Das finde ich heftig. Ja, da hat Milena reingeschlagen, ne? Kein Ding. Die haut da schon böse zu. Wie ich die 3 mache, ist im Endeffekt egal gewesen. Glaube ich zumindest. Das Schöne ist ja, wenn das Schwein entzaubert wird, macht es den Schaden. Und das heißt, eigentlich habe ich zu diesem Zeitpunkt
gewonnen, wenn gleich nochmal ausgelöst wird. Das mit dem Killer war komisch, ist mir eben aber das erste Mal aufgefallen. Ja, dritter Angriff. Wieder kein Heiler. Ja, da kommt ein bisschen was an Grün nach. Das ist schon alles super. Lila, Grün, alles vorhanden. Ich komme gar nicht dahin, oben den Grün zu spielen, weil unten erneut Grün nachfliegt. Das ist dahingehend uncool, weil hier natürlich ohne Ende reinschlägt. Ich möchte nicht, dass Marjana ausweicht, deswegen nehme ich einmal schon mal jemanden komplett Ätzendes raus. Und mir fällt gerade was zu dem Match ein. Es ist richtig knapp am Ende. Da muss man die Geduld haben und zwischendrin auch mal ein bisschen nachdenken. Ich fand das Match war richtig geil. Habe auch das erste Mal seit bestimmt einem Jahr Teile dieses Videos bzw. diesen Angriff komplett schon in meiner Gilde vorab veröffentlicht, weil ich ihn so geil fand, diesen Kampf. Kadilin im Kostüm werde ich hoffentlich auch bald haben, so wie Mutti fertig ist. Das Kostüm fehlt noch, Mutti selbst ist ja schon fertig. Und dann fange ich Kadilin im Kostüm an, wobei ich erstmal Kadilin und dann das Kadilin-Kostüm mache. Also wahrscheinlich werde ich Kadielen dann erstmal noch gar nicht zu Ende leveln, weil ich das Kostüm eh mitnehmen will. Mal gucken. Sehr wahrscheinlich hätten die Grünsteine da alleine auch gereicht. Auch hier wäre es noch gut gewesen, aber ich habe es richtig falsch gemacht. Ich hätte da einfach den Diamant, den lila Diamant zünden sollen. Der eine grüne Stein hätte gereicht und dann hätte ich ihm danach grün geghostet und bei mir wäre grün alles komplett geladen gewesen. Fehler, die passieren können, aber eigentlich nicht sollten. Das hat es mir ein bisschen verhagelt. Das hätte nicht passieren dürfen. Ja. Heimdall wäre durch, alles hätte überlebt und das Spiel wäre hier vorbei gewesen. Ist es aber nicht. Ja, das ist jetzt ein, wie kriegen wir Schaden drauf, ohne dass wir sterben? Klar ist, Liana wird das nicht überleben. Ausgewichen. Das ist schon mal gut. Dumm. Zum Glück ist sie nicht ausgewichen, aber sie hätte ausweichen können, da hätte ich warten sollen. Und vor allen Dingen hätte ich keinen Gegenschlag bekommen. Auch hier wieder der gleiche, ne? Gegenschlag gespielt, war einfach nur dumm. Ich hätte warten sollen, bis Oberkahn. Ich hätte stumpf die ganze Zeit ghosten sollen, bis oben der Balken voll ist, der Gegenschlag runter ist und dann fertig. War richtig dämlich gespielt. Jetzt mache ich es endlich richtig. Ich warte, bis der Gegenschlag weg ist. Er haut drauf. Und dann war's das. Hätte deutlich einfacher sein können. Mit dem gelben Diamant, mit dem grünen Diamanten wird es beendet. Aber Fehler sind dazu da, dass man daraus lernt. Und ich sage immer, man kann aus Fehlern lernen. Es können auch gerne nicht die eigenen sein. Ja, und falls ihr jetzt glaubt, Moment mal, Déjà-vu, nein, da ist er wieder. Das ist nämlich heute Morgen und heute Morgen ist komplett anders als gestern verlaufen.
Hier erstmal, wie schalte ich wo bei dem Ganzen, was da ist, meine Matches frei. Klar ist, dass Freyas Buff entfernt wird. Da ging es mir aber auch gar nicht drum. Mir ging es einfach darum, dass ich zusätzliche Lebenspunkte für Freya habe. Und Sabina im Kostüm hatte eigentlich nur den Effekt, dass wenn die Clones unheilsgeladen sind, dass die raushauen können und ein etwaiger Gegenschlag runter ist. Tja. Pläne überleben nicht immer die Realität. Viel ist nicht auf dem Board. Ich muss was machen. Ich brauche viel Boardbewegung. Ich hätte auch das grün-gelbe Match machen können. So habe ich aber deutlich mehr gehabt. Und da kam auch noch ein bisschen was. Schade ist, was jetzt passiert. Der Jabberwock wäre fertig gewesen. Hätte der ausgelöst, ne? Hätte, wäre, wenn. Oberkan, glaube ich, wäre schon weg gewesen. Die Raben sind da, das ist schon mal gut. Ja, ich weiß leider, dass alles online geht, wenn ich durch bin. Da hatte ich nicht aufgepasst. Ich hätte letzte Runde schon auslösen sollen. Beim Gegner alles. Jetzt bringt mir das nichts. Das wird alles einschlagen, wenn alle Entzauberungen runter sind. Dagegen kann ich mich wehren, sofern Freya überlebt. Kann ich dagegen arbeiten. Aber ist vorbei. Zu diesem Zeitpunkt war es das. Ich habe hier die Minions versuchen lassen zu kämpfen und Schaden zu machen, weil der blaue eh auslöst und es nicht gereicht hätte. Ihr seht es, es hat nicht gereicht, auch wenn ich es vorher gemacht hätte. Es sollte nicht sein, das wird wehtun. Das reicht zumindest, um das Mana für eine Runde aufzuhalten. Ich habe nochmal einen Zug und damit nehme ich wenigstens Kadilen raus. Ja, zweiter Angriff. Normalerweise greife ich 3-2 an. Ich habe das da gesehen, habe 4-1 eingestellt und während ich drauf gedrückt habe, denke ich mir, was? Wie in der Höhle des Nie, bei den Rittern der Kokosnuss. Was steht da? Da hat jemand Nein eingemeißelt, während er starb. Nein! Ja. Und dann habe ich das Board gesehen und dachte mir, Mann gut, der Gegner hat einen Heiler. Das könnte böse enden. Ich meine, ja, es sind 4-Sterne-Helden. Aber bei 4 Grünen, dass da so wenig Schaden beim Gegner reinkommt, das war schon ein bisschen schade. Ja, und dann natürlich, dass da kaum grün ist oder generell Farben. Selbst wenn ich mit 3-2 reingegangen bin, wäre das genauso gewesen. Also da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Ist halt einfach dumm gewesen. Ja, zumindest reicht das Match, um wenigstens den Tankrest rauszunehmen. Ja, und dann macht es jetzt Aua. Und nochmal Melindor ist weg. Oh, und dann habe ich ja noch, hey, Catmon alleine, der schafft das schon. Zum Glück wird Catmon vorher gekillt, bevor hochgeheilt werden kann. Da war ich richtig geknickt. Aber Reste-Team, das ist eigentlich ein Reste-Team. Zu diesem Zeitpunkt hatte Locke dann das Spiel verlassen, hat seine Angriffe gemacht, Spiel gelöscht und
raus und dann habe ich gesagt, okay, geht jetzt nichts mehr. Ich habe eh mehr Punkte zu dem Zeitpunkt gehabt als er. Probieren wir mal was. Ein paar Ehrenpunkte, weil die Gegner fast nur One-Shots hatten. Das hat mich ein bisschen geärgert, bin ich offen und ehrlich. Und dann wollte ich ein bisschen was. Da war lang überlegt, haut man das noch raus, bevor oder nicht. Dann habe ich mich entschieden, ich warte, dann geht Magni definitiv den Weg alles Irdischen. Vorausgesetzt, er steht nicht wieder siebenmal auf. Ich will auf jeden Fall so viel wie es geht ghosten. Richtig wäre es eigentlich gewesen, ich hätte Sonja auf Magni draufgehauen und danach geghostet, wäre mehr Blau da gewesen, wäre schon wieder voll gewesen, aber hätte, wäre, ne? Fehler unterlaufen. Lebenspunkte, Verteidigung oben, die Verteidigung geht runter. Dornlakai auf Sonja. Ob das reicht, man weiß es nicht. Magni steht leider zum vierten Mal mittlerweile auf, wenn ich mich nicht verzählt habe. Ja, was soll's, damit ist sie leider tot. Hin und her gerechnet, reicht es oder reicht es nicht? Ausweichen. Weicht sie aus, weicht sie nicht? Ich wollte auf jeden Fall nicht, dass geheilt wird. Und es hat gereicht, sie ist nicht ausgewichen. War auf jeden Fall ein hohes Risiko, aber nachdem eben schon so ein bisschen was schiefgelaufen ist, dachte ich, muss man ja auch mal Glück haben. Kadielen löst wieder aus. Also kann man da noch einmal all in gehen. Und einmal das komplette Board abändern. Bei 4 gegen 2, da mache ich mir eigentlich kaum noch die Mühe, irgendwie zu gucken. Besonders wenn da drei Heiler dabei sind. Das wird schon geschafft werden. Der Gegner hat keinen Heiler und das heißt, dass Gulimbus sie allein reicht, um sie zu töten, weil es wird ja entfernt, die Verzauberung, und dann macht es Boom. Wie ich schmerzlich in der Vergangenheit feststellen musste und mir der Titel oder der Teil auf der Karte bis dahin nie aufgefallen ist. Ich habe mich jetzt entschieden, zusätzlich noch Fiends zu setzen. Das ist das Schöne. Bei Anastasia, der Schaden bleibt, der geht nicht mehr weg. Und zusätzlich macht es Bumm und das war's. Ändert nichts daran, der Gegner hat drei Angriffe übergelassen. Das spricht eine deutliche Sprache, möchte ich meinen. Ähm, 740 Punkte mehr. Glückwunsch an Saar, ist auch der Einzige, der weit oben ist. Ansonsten sind wir alle nicht oben. Also die haben echt One-Shot an One-Shot rausgehauen. Insgesamt bin ich, glaube ich, fünfmal gefallen. 5 zu 5, nicht einmal verteidigt. Der Ex-Spieler, den ihr seht, das ist, wie gesagt, Locke. Er hatte 200 irgendwas Punkte am Ende. Zu dem Zeitpunkt hatte ich aber schon mehr Punkte als er. Und das war vor meinem letzten Angriff, der ein One-Shot wurde. Ja, 345 der Beste, dann kommt Rot, ein bisschen Blau, viel Rot, ein bisschen Blau, dann komme ich irgendwann 32 von 56. Nicht gut. Ja, ihr seht es, die haben insgesamt 9000 Punkte mehr als wir. Ich bedanke mich fürs Zuschauen schon mal. Wünsche euch einen schönen Abend. Münster Tatort, wenn es interessiert. Bei dem Tatort kann man, wenn man Tatort guckt, glaube ich, sich nicht streiten. In diesem Sinne, macht es gut. Tschüss.